Ich glaube, dann starten wir. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns sehr, dass so viele von Ihnen, von euch, jetzt zu uns gefunden haben in der unsicheren Zeit. Das ist das Positive an dieser Sache, weil so viele Personen hätten wir schwer in einen Hörsaal gebracht eigentlich. Ja, herzlich willkommen zum Online-Workshop „Wie fülle ich einen Datenmanagementplan aus?“ Das Ganze ist ein Teil einer Veranstaltungsreihe, die sich Forschungsdatenmanagement in Österreich nennt. Und diese Reihe ist entstanden im Rahmen des Repositorien-Managerinnen-Netzwerks, das sich 2016 gegründet hat. Und was wir so wollen, ist ein bisschen Unterstützung geben, Hilfe geben bei Datenmanagementplänen. Und wir haben in unterschiedlichen Rollen, wir werden uns dann auch kurz vorstellen, in unterschiedlichen Rollen ja alle mit Datenmanagementplänen zu tun. Und wir haben uns gedacht, wir beginnen bei den Geisteswissenschaften, bei der erfahrungsgemäß viele Fragen oft auftauchen, viele Unsicherheiten da sind, und wir würden Ihnen euch gerne einen Raum geben, diese Fragen jetzt auch zu stellen während des Gesprächs. Wir machen das so in einer Doppelkonferenz oder zu dritt sogar. Und Sie haben den Chat zur Verfügung, dass Sie hier Fragen stellen. Und wir freuen uns auch sehr, dass die Vertreterin des FWF auch bei uns ist und vielleicht dann im Anschluss auch ein paar Fragen beantworten kann, die wir vielleicht nicht beantworten können. So gesehen, ja, wünschen wir uns allen einen inspirativen Austausch, und wir freuen uns natürlich auch über Fragen von Ihnen, weil es natürlich auch uns hilft, dann bei unseren Gesprächen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein bisschen mehr zu wissen, was Sie so benötigen und welche Fragen Sie haben. So, jetzt übergebe ich. Ich glaube an die Martina oder an die Vanessa. Ja, danke schön, liebe Susanne, für die Begrüßung und die einleitenden Worte. Hallo auch von meiner Seite, von unserer Seite. Genau, wir freuen uns, dass wir diese Veranstaltung als Zusammenarbeit der Uni Wien und der Akademie der Wissenschaften, aber auch des RepmanNet von Fair Data Austria und auch mit Besuch aus dem FWF auf die Beine stellen konnten. Und genau, ich darf Ihnen noch ganz kurz erzählen, was in etwa der Plan ist für heute. Also Katharina Rick vom FWF wird jetzt als Erste dann zu uns sprechen über den Datenmanagementplan des FWF als Beispiel. Der ist aber heute wirklich, also wir werden über den als Beispiel auch noch in mehr Detail heute sprechen. Er ist aber wirklich nur als Beispiel gedacht. Also es geht uns ein bisschen heute darum, sagen wir so, ein bisschen zu erklären, warum Datenmanagementpläne keine bösen Stolpersteine sind, die uns in den Weg gelegt werden, sondern ganz im Gegenteil, uns dabei helfen können, zu verstehen, was wir eigentlich für tolle Daten haben und wie man mit denen irgendwie behutsam und pfleglich umgeht, so dass man nicht nur sich selbst das Leben leichter macht, sondern auch der Nachwelt das Forschen erleichtert. Genau, und wir machen das heute mit einem besonderen Fokus oder aus der Perspektive der Geisteswissenschaften. Und deswegen werden wir, nachdem Katharina Rick kurz ein paar Worte mit uns gesprochen hat, bevor wir dann den Datenmanagementplan oder einen Datenmanagementplan beispielhaft Schritt für Schritt durchgehen, erstmal vorstellen, wer wir sind, aus welchen Disziplinen wir kommen und wie das unsere Perspektiven formt. Und in der Folge werden wir eben dann einen Datenmanagementplan im Detail durchgehen mit allen Fragen, die da drin so vorkommen,
und möglichen Antworten darauf oder Hinweisen, worauf diese Fragen eigentlich abzielen. Genau. Zur Etikette darf ich noch sagen, wir bitten darum, den Chat für Direktkommunikation entweder untereinander, also unter Ihnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmern, beziehungsweise auch für die Direktkommunikation mit uns Sprecherinnen zu verwenden. Wenn es aber Fragen gibt, die jetzt allgemein das Thema unseres Workshops betreffen, dann würden wir Sie bitten, die Q&A-Funktion zu verwenden. Nachdem wir das Programm durchgemacht haben so und bis zum Ende hoffentlich in Time gekommen sein werden, wird es auch noch Raum geben, Ihre Fragen und Anmerkungen mündlich anzubringen. Da würden wir Sie dann darum bitten, in der Diskussion jeweils Ihre Hand zu heben. Sie haben diese Möglichkeit, indem Sie da einen Button drücken, wo Sie Ihre Hand erheben können. Und wir werden Sie dann dran nehmen, damit nicht alle durcheinander sprechen. Genau, also das ist so in etwa der Plan für heute. Und damit darf ich übergeben an Katharina Rieck. Vielen Dank. Ich werde jetzt gleich versuchen, meine Folien zu teilen mit Ihnen. Ja, leider scheint es nicht zu funktionieren. Vanessa, wenn du die Folien nehmen könntest und teilen könntest. Vielleicht, da die Folien jetzt noch nicht online sind, nur kurz zu meiner Person. Mein Name ist Katharina Rick, ich arbeite beim FWF, also beim Wissenschaftsfonds, und bin dort für Open Science zuständig, dort für den Bereich eben Open Access, für Publikationen, aber auch für Forschungsdaten. Und seit 2019 haben wir eine Forschungsdatenpolicy, für die ich auch zuständig bin. Super, danke für die Folien, jetzt sieht man das auch. Ich würde einfach immer kurz weiter sagen, wenn dann die nächste Folie zu zeigen ist, und wenn du mir drücken könntest, wäre das super, Vanessa. Ah, jetzt sehen wir, okay, super. Dann würde ich jetzt gleich zur nächsten Folie gehen und noch einmal weiter. Genau, also ich habe schon angemerkt, wir haben seit 2019 ein verpflichtendes Forschungsdatenmanagement beim FWF. Das bedeutet für alle Projekte, die eingereicht werden nach der neuen Antragsrichtlinie, also das sind jetzt ohnehin schon alle, muss ein Datenmanagementplan gelegt werden. Weiter bitte. Genau. Die Frage ist, warum hat der FWF so eine Policy? Warum wurde das initiiert? Warum gibt es das überhaupt? Warum muss man Forschungsdatenmanagement machen oder warum sollte man das machen? Es gibt mehrere Gründe. Also es hat zum Beispiel im Jahr 2015 eine Untersuchung in Österreich gegeben, wo es darum gegangen ist, es sind Wissenschaftler gefragt worden, was passiert mit den Forschungsdaten, die sie im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit erstellen. Da ist unter anderem die Frage gestellt worden, where do you usually store your research data? Dort die häufigste Antwort war, dass das lokal am eigenen Computer ist oder auf external Hard Drives oder USB-Sticks. Das heißt, es ist nicht gesichert in einem, zum Beispiel Repositorium, werden die Daten gespeichert für eine Langzeitarchivierung, sondern tatsächlich auf sehr, sehr lokale Lösungen werden da gewählt. Weiter. Nach der Frage ist auch die Frage gestellt worden, ob normalerweise Forschungsdaten dokumentiert werden. Das heißt, gibt es eine Art von Metadatenstandard, der man folgt beim Erstellen von Forschungsdaten? Und auch da wurde geantwortet von den meisten, dass das sehr individuell gemacht wird und nicht konsistent, beziehungsweise individuell und konsistent, aber es wird eben keinen gewissen Standards gefolgt bei der Beschreibung von oder bei der Erarbeitung von Forschungsdaten. Weiter bitte. Was bedeutet das im größeren Kontext? Also wir kennen diese Ergebnisse, die Sie vorhin aus dieser Studie aus Österreich gesehen haben. Wir kennen diese Ergebnisse auch aus anderen Ländern. Das heißt, Österreich ist hier nicht das einzige Land, wo die Ergebnisse so ausschauen. Das bedeutet im größeren Kontext, dass sehr viele Studien einfach nicht reproduzierbar sind. Dazu gibt es auch eben unterschiedliche Studien, die das belegt haben. Das heißt, die Forschungsdaten liegen so vor, dass die Ergebnisse, die dann schlussendlich auch in den Artikeln publiziert werden, dass sie nicht mehr reproduzierbar sind und nicht nachvollziehbar sind. Weiter.
Daraufhin hat auch 2016 hat auch Nature eine Umfrage gemacht unter 1500 Wissenschaftlern und hat auch gefragt, wie sehen Sie das konkret? Gibt es, sind wir in einer Reproduzierbarkeitskrise? Und davon haben tatsächlich 52% gesagt, ja, wir sind in einer signifikanten Krise, beziehungsweise ja, es ist, herrscht zumindest eine leichte Krise, also es gibt eine Krise auf jeden Fall. Das heißt, der Großteil der Antworten war tatsächlich ja, es gibt hier ein großes Problem, wenn es um die Reproduzierbarkeit von Forschungsdaten oder von Forschungsergebnissen geht. Deshalb also der Hintergrund, warum es Forschungsdatenmanagement gibt. Zusammengefasst bedeutet das, es geht um die kritische Überprüfbarkeit von datenbasierten Forschungsergebnissen, es geht um die Verhinderung von wissenschaftlichen Fehlverhalten, um neue Erkenntnisse durch die Konsolidierung von Daten. Das heißt, ich füge Daten zusammen durch eine Erstellung von höherwertigen Datenprodukten, eben durch das Zusammenführen von Daten. Das heißt, dadurch, dass ich viel mehr Daten zur Verfügung habe, kann ich die zusammenführen und dann andere Datenprodukte erstellen. Die bessere Kosteneffizienz durch gemeinsam erstellte und genutzte Datensammlungen und die Vermeidung von Mehrfachumfragen zum Beispiel. Es ist natürlich auch eine Beschleunigung des gesamten Forschungsprozesses, wenn einfach Daten vorhanden sind, die einfach nachvollziehbar sind oder nachnutzbar sind und man nicht extra zum Beispiel jemanden nachfragen muss, wie hast du diese Daten erstellt, in welchem Format liegen die vor, wie kann ich mit diesen Daten umgehen. Forschungsdatenmanagement, also warum Forschungsdatenmanagement? Es hat sich auch gezeigt, dass es tatsächlich auch erhöhte Zitationsraten für die Publikationen gibt, für die Daten zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, das ist auch ein Grund, warum man das eigentlich machen sollte. Genau. Und der FEF, wie schon angesprochen, ist hier nicht alleine in der Forschungsförderungslandschaft, der einen Forschungsdatenmanagementplan fordert oder so eine Forschungsdatenpolicy hat. Sie kennen das vielleicht sogar selbst von anderen Forschungsfördergebern, die eben auch schon so eine Policy haben. Also es ist international ein Standard eigentlich bereits, dass so eine Policy vorhanden ist, beziehungsweise dass auch ein Data Management Plan gefordert wird. Sie sehen es auch hier, da habe ich eine Studie verlinkt, die Folien werden dann danach auch zur Verfügung gestellt, also Sie können sich dann gerne auch noch näher anschauen. Hier sieht man zum Beispiel, wie die Forderung nach einem Datenmanagementplan bei unterschiedlichen Förderungsorganisationen in Österreich umgesetzt werden. Das heißt, es ist nicht immer ganz einheitlich, zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel die Einreichung eines Datenmanagementplans sein muss. Aber Sie sehen hier, überall wird es gefordert. Und in vielen Fällen gibt es dann eben auch zum Beispiel wie beim FAF auch einen finalen Datenmanagementplan, der dann auch eingereicht werden muss. Wie sind jetzt nochmal konkret die Anforderungen beim FEF? Ich habe es schon erwähnt, seit Jänner 2019 haben wir eine verpflichtende Data Management Plan Policy. Das heißt, wir fordern diesen Forschungsdatenmanagement Plan zur Einreichung. Also nachdem ein Projekt bewilligt worden ist, muss dann der Data Management Plan eingereicht werden. Zur konkreten Abwicklung. Wie gesagt, muss eingereicht werden mit dem Fördervertrag beim FEF. Der Data Management Plan ist dann Voraussetzung für den Projektstart und wird vom FEF auf Vollständigkeit überprüft. Er muss in der gleichen Sprache sein wie der Förderantrag. Es sollten nur die wichtigsten Informationen enthalten sein. Das Template des FEFs für den Data Management Plan soll verwendet werden. Und ganz wichtig ist uns auch, der Data Management Plan sollte nicht als starres Dokument betrachtet werden, sondern als lebendiges Dokument, das im Laufe des Forschungsprozesses auch nochmal abgedatet werden kann oder verändert werden kann. Das heißt, das, was Sie bei uns einreichen oder wenn Sie ein FEF-Projekt haben und ein FEF-Projekt bewilligt bekommen, heißt das nicht, dass der erste Data Management Plan, den Sie einreichen, schon ein endgültiges Dokument ist, sondern tatsächlich, wenn sich noch etwas ändert, kann das immer noch im Forschungsdatenmanagementplan dann auch verändert werden. Und mit dem Endbericht muss dann aber die finale Version eingereicht werden. Ich habe Ihnen hier jetzt noch auf die Folien das Template gegeben. Hier sehen Sie, wie das ausschaut und einige von Ihnen kennen das wahrscheinlich auch schon. Das heißt, wir haben es gegliedert in verschiedene Bereiche. Das geht von Dateneigenschaften, Dokumentation und Metadaten, Datenverfügbarkeit und Speicherung bis hin zu rechtlichen und ethischen Aspekten, die Sie hier auf dieser Folie sehen. Ich gehe aber jetzt nicht weiter darauf ein, weil ich weiß, dass die Kolleginnen hier auf die verschiedenen Bereiche ohnehin jetzt noch genauer eingehen werden und darf jetzt deshalb auch gleich übergeben an die Kolleginnen. Falls Sie Fragen haben bezüglich FEF, können Sie das natürlich oder bezüglich Abwicklung von Datenmanagementplänen beim FEF,
Können Sie das gerne im Anschluss dann an die nächste Präsentation auch machen oder mir auch jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn Sie da konkrete Fragen haben. Gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Part, wo es tatsächlich um den Plan an sich geht. Ich starte die Präsentation einfach wieder. Da. Wir haben eine, ich glaube, Akutnachfrage. Ah, das sehe ich nicht. Ja, dann. Genau. Sekunde. Genau, die Maria Herz hat ihre Hand gehoben und ich erteile ihr jetzt eine Sprecherlaubnis. Beziehungsweise darf ich darum bitten, dass Sie Ihre Frage in den Chat, also ins Q&A posten, bitte. Ich kann eine Sprechererlaubnis nämlich aufgrund der Zoom-Version, die Sie verwenden, nicht erteilen. Ich glaube, die Susanne. Okay, gut. Dann ich glaube, die Susanne Blumesberger ist offline, kann das sein? Nein? Nein, ich bin hier. Ah, okay, gut. Weil ich sie irgendwie gerade nicht mehr in meiner Liste sehe, aber dann passt alles. Gut. Okay, es kann weitergehen, Entschuldigung. Gut. Kein Problem. Dann sind wir beim, also wir haben uns eben genau als Daten, als genau. Wir fangen am besten an mit unseren Disziplinen und unseren Perspektiven, aus denen wir reden. Und wir sind drei Vortragende, das sind Susanne Blumesberger, Vanessa Hannes-Schläger und ich selbst. Dann machen wir das doch mal der Reihe nach. Ja, dann darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Susanne Blumesberger, ich habe Germanistik studiert und bin seit 2007 an der Universitätsbibliothek Wien tätig. Habe sozusagen mit dem Aufbau begleitet des Repositoriums Fedra, den wir an der Uni Wien verwenden, und leite seit 2016 die Abteilung Repositorienmanagement Fedra Services. Und diese Services ist unter anderem auch deshalb dazugekommen, weil wir sehr viel Unterstützung anbieten in Richtung Datenmanagement, in Richtung Datenmanagementpläne. Und für uns ist dieser Datenmanagementplan vom FWF, der ist uns sehr zugute gekommen, nämlich deshalb, weil wir jetzt schon recht früh einbezogen werden in Fragen, die zum Datenmanagement gehören eines Projekts und sehr oft um Rat gefragt werden oder an die Bitte an uns herangetragen wird, mal den Datenmanagementplan anzuschauen, bevor er eingereicht wird. Und das hilft uns natürlich abzuschätzen, wie wir die Personen in dem Projekt auch unterstützen können. Das heißt, wir sind eigentlich sehr froh über diesen Datenmanagementplan. Außerdem weiß ich aus meiner Germanistik-Erfahrung, dass es immer ganz gut ist, so einen Plan zu haben. Und wie es ihn noch nicht gab, denke ich mal, hat man auch nicht so klar formuliert, welche Wege man mit den Daten eigentlich einschlagen möchte und wo man hin möchte mit den Daten. Und das ist schon ganz gut, wenn man sich das am Anfang überlegt. Also ich stelle die Germanistik jetzt in den Hintergrund. Ich bin sozusagen in der Rolle der Repositorienmanagerinnen jetzt bei Ihnen und bei euch. Gut, dann übergebe ich an die Vanessa. Dankeschön. Ja, mein Name ist Vanessa Hannes-Schläger. Ich bin auch Germanistin und ich darf aus dieser Perspektive heute so ein bisschen sprechen. Also ich bin Literaturwissenschaftlerin. Welche Perspektive ich da genau repräsentiere, dazu kommen wir dann auch gleich in der nächsten Runde noch. Ich bin, wie gesagt, der Ausbildung nach, habe auch an der Universität Wien studiert, Literaturwissenschaftlerin, aber jetzt schon seit einigen Jahren auch mit der digitalen Geisteswissenschaft befasst. Also bin seit 2015 mittlerweile schon am Austrian Center for Digital Humanities, das seit einem Jahr in etwa auch noch And Cultural Heritage heißt, der Akademie der Wissenschaften, genauso wie die Martina Trognitz. Genau, und ich bin hier einerseits als digitale Geisteswissenschaftlerin tätig, aber vor allem auch im Bereich des Forschungsinfrastrukturaufbaus für die digitalen Geisteswissenschaften. Also wir sind, an der Akademie der Wissenschaften, an unserem Institut, werden die Forschungsinfrastrukturen Clarin für linguistische Forschung und Daria für
digitale Geisteswissenschaften im Allgemeinen koordiniert. Wir sind außerdem involviert in die Social Sciences and Humanities Open Cloud, also das SHOC-Projekt, das Subprojekt für Geisteswissenschaften in der European Open Science Cloud. Genau, und in diesem ganzen Bereich bin ich vor allem auch sehr viel mit dem Consulting von Projekten oder Projektideen befasst, wo es darum geht, dass echte, also nicht digitale, sondern echte oder traditionelle oder wie auch immer man sie nennen möchte, Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler zu uns kommen und darüber sprechen möchten, wie man ihre Projekte digital unterstützen kann, welche digitalen Möglichkeiten es gibt und was denn das konkret für sie heißt. Und es heißt eben ganz oft, dass man Dinge, die eh immer schon Daten waren, jetzt auch als Daten versteht. Und das ist oft ein mentaler Übersetzungsprozess, der vielleicht ein viel weiterer Weg ist als der tatsächliche physische Übersetzungsprozess, wo sich Daten in digitale Daten transformieren. Genau, und aus diesem, also auf diesem Erfahrungshintergrund oder im Rahmen dieses Erfahrungshorizonts haben wir eben festgestellt, dass so eine Veranstaltung wie die wir hier heute machen, vielleicht für manche oder manchen Geisteswissenschaftlerin eine gute Sache wäre. Und so ist das irgendwie entstanden. Dann, ich bin Martina Trubnitz. Ich bin ebenfalls wie die Vanessa Hannes Schläger am ACDH-CH tätig. Ich habe vorher Computerlinguistik und klassische Archäologie in Heidelberg studiert und habe eigentlich seit 2012 mit Forschungsdaten und vor allem deren Management zu tun. Ich habe angefangen, am Deutschen Archäologischen Institut an einem Projekt zu arbeiten, das eine Forschungsdateninfrastruktur aufbauen wollte für die Altertumswissenschaften in Deutschland. Und seit 2017 bin ich Teil des Teams des digitalen Archivs Arche, das auch explizit für die Geisteswissenschaften gedacht sind. Und ich werde heute so ein bisschen dann durch die Fragen führen und vor allem dabei die archäologische Perspektive im Hintergrund haben. Und was wir mit den, und wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal zwei Beispielprojekte uns überlegen, die wir vorstellen, die wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn wir diese einzelnen Fragen des Datenmanagementplans durchgehen. Da übergebe ich zurück an Vanessa, um ihr Projekt vorzustellen. Dankeschön. Genau, also das Beispielprojekt aus der Germanistik, das wir heute ein bisschen im Hinterkopf behalten, ist so ein Twitter-Projekt, das so ein bisschen ein analoges, klassisches, geisteswissenschaftliches, literaturwissenschaftliches Projekt ist und auch so ein bisschen eine digitale Komponente hat. Mein Dissertationsprojekt in leicht abstrahierter Form. Also ich werde es jetzt nicht im Detail vorstellen, worum es da ging. Es ging im Wesentlichen um die Frage nach der Vielsprachigkeit in der Literatur und wie man diese Vielsprachigkeit erfassen, analysieren kann, was man aus ihr oder über sie, über die Literatur lernen kann. Die Datentypen, die in so einem Projekt, also wenn man literarische Texte liest, in denen nach mehrsprachigen Textstellen sucht und diese dann analysiert, also wenn man das macht, dann gibt es mehrere Datenarten, mit denen man so zu tun hat. Nämlich erstens hat man mal mit den Primärtexten zu tun. Ich kann so viel verraten, dass es in diesem Projekt um Texte von des österreichischen Literaturnobelpreisträgers Peter Handke ging. Das heißt, wir haben es mit einem lebenden Autor zu tun. Das heißt, wir haben es mit urheberrechtlich geschütztem Material zu tun. Das wird uns noch beschäftigen heute. Dinge, die urheberrechtlich geschützt sind. Also wir haben also Primärliteraturtexte eines Autors, der lebt und Rechte an diesen Texten hat. Wir haben natürlich jede Menge Sekundärliteratur, also Aufsätze über die Texte dieses Autors von anderen Forscherinnen und Forschern.
was in diesem Projekt außerdem entstanden ist, und das war sozusagen das digitale Herzstück des Projekts, war eine Datenbank mit Zitaten aus der Primärliteratur, in denen also Vielsprachigkeit sich manifestiert hat. Nun würde man wahrscheinlich, also wenn man es so machen würde, wie es das Forscherinnenherz sich wünschen würde, dann würde man natürlich keine Datenbank mit Zitaten anlegen, sondern man würde sämtliche Texte durchdigitalisieren und Volltextanalysen machen. Aber das war in diesem Fall aufgrund der urheberrechtlichen Situation eben nicht möglich. Also deswegen ist also eine Datenbank entstanden mit Zitaten. Dann ein Spezialaspekt, der jetzt nicht in diesem Fall strukturiert verarbeitet wurde, was aber durchaus in einem literaturwissenschaftlichen Forschungsprojekt strukturiert verarbeitet wollen werden könnte, wäre textgenetisches Archivmaterial. Also es gibt ja ganz viele, vor allem zeitgenössische Autorinnen und Autoren, die deren textgenetisches Material, und da zählt Peter Handke dazu, erstens gut erhalten, umfänglich erhalten ist und auch sehr aufschlussreich natürlich für die literaturwissenschaftliche Forschung. Und auch dieses Archivmaterial ist natürlich mit ganz vielen rechtlichen Komponenten irgendwie belegt, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss, wenn man damit arbeiten möchte. In dem Fall ist es jetzt, also in diesem konkreten Projekt, nicht geschehen, dass dieses Archivmaterial digitalisiert wurde und weiterverarbeitet. Das ist aber was durchaus schnell mal der Fall sein kann. Insofern, also Archivmaterial und seine möglichen digitalisierten Fassungen sind auf jeden Fall auch ein Datentypus, den man aus Perspektive der Literaturwissenschaft ganz vorne in der Wahrnehmung haben muss. Und das kann jetzt sein in Form von Scans dieser Materialien, das kann sein nur in Form der Metadaten zu diesen Materialien, also der Informationen über das Material. Also etwa wenn man eine strukturierte Liste hätte, in der sämtliche, wie viele werden es sein, vielleicht 130 Notizbücher Peter Handkes strukturiert aufgelistet wären mit den Daten, von wann bis wann die verfasst wurden, wie viele Einträge sie haben, mit welchen Stiften sie beschrieben wurden und. Also all diese Metadaten wären auch was, dass man sogar, wenn man Archivmaterial nicht scannt, schon erfassen und verarbeiten könnte. Und natürlich auch ganz wichtig, die eigene Analyse, also mein Niederschreiben meiner Erkenntnisse, also die Word-Datei, in der meine DIS drinnen steckt, de facto, beziehungsweise die Dateien, in denen die Aufsätze drinnen stecken, die über ein Forschungsthema geschrieben wurden, auch das wäre so ein klassischer Datentyp, mit dem man es in der ganz traditionellen Germanistik schon zu tun hat, lang bevor man überhaupt digitale Geisteswissenschaftlerin wird. Und auch das sind schon Datentypen, die man in einem Datenmanagementplan unbedingt bedenken und berücksichtigen sollte. Gut, dann kommen wir zu der archäologischen Perspektive. Da habe ich ein Projekt mir überlegt, das so eigentlich mit unterschiedlichen Objekttypen oder Arten eigentlich sehr häufig und gängig ist. Und zwar habe ich mir überlegt, einfach mal die Bearbeitung von Kykladen-Idolen mit dem Ziel, dazu eine Publikation zu veröffentlichen. Und dementsprechend werde ich dann meine Daten in dem Projekt sind die, also ist die Textdatei wahrscheinlich in mehreren Versionen oder Bearbeitungsständen, die später publiziert werden soll. Außerdem dazu eine Bibliografie, da man ja natürlich entsprechend frühere Publikationen mit berücksichtigen muss und nachschlägt für Vergleichsbeispiele. Dann werden auch Abbildungen der Objekte anfallen. Dann kann man, also das kann teilweise schon völlig ausreichend sein. Andererseits kann man aber auch noch ein bisschen quasi noch ein bisschen weitergehen und noch mehr Daten anlegen, wie zum Beispiel dann eine Tabelle oder wenn
wenn man sehr viele Informationen hat, die man strukturieren möchte, eine ganze Datenbank mit Objektinformationen, wo dann zum Beispiel Material, Maße, Fundorte und sowas hinterlegt ist. Und wenn man dann Fundorte hat, kann man natürlich noch Kartierungen machen. Das heißt, das würden dann zum Beispiel noch Karten anfallen. Eventuell könnte man sogar noch so weit gehen, dass man in einem geografischen Informationssystem verschiedene Visualisierungen macht anhand verschiedener Filter. Aber ganz so weit werde ich da heute in dem Zusammenhang nicht unbedingt gehen. Aber das ist so ein ganz typisches Projekt, das durchaus häufiger vorkommt, habe ich die Erfahrung gemacht. Gut, das waren unsere Disziplinen. Und nun kommen wir zu dem Teil, wo wir tatsächlich Schritt für Schritt uns das Forschungsdatenmanagement anschauen, am Beispiel von dem Plan des FWF. Warum ausgerechnet der? Eigentlich ganz einfach aus dem Grund, der dürfte inzwischen, dadurch, dass der vom FWF verpflichtend ist für Projekte, dürfte der hinlänglich bekannt sein. Und die Vanessa hat bereits auch schon erzählt, dass das Forschungsdatenmanagement eigentlich nicht gedacht ist als etwas, womit man Forscher ärgern möchte, sondern dass es tatsächlich was ganz Nützliches ist. Dazu noch einmal eine andere Ansicht, warum man das tun sollte, um nämlich genau solche Situationen zu vermeiden, dass Daten auf verschiedensten Wegen oder durch verschiedenste Umwege und Missgeschicke und Ähnliches verloren gehen. Also ich denke mal, viele werden auch schon selbst erlebt haben, dass zum Beispiel ein Backup oder die einzige Kopie verloren gegangen ist, weil man sie auf einer externen Festplatte hatte, die kaputt gegangen ist, oder auf einem USB-Stick, der verloren gegangen ist, und so weiter. Die Folien werden wir zur Verfügung stellen, beziehungsweise wir können sie jetzt auch schon teilen, sodass sich die jeder anschauen kann. Dann bleibt auf jeden Fall noch für jeden im Nachhinein genug Zeit, sich auch intensiver mit dieser Grafik zum Beispiel auseinanderzusetzen. Hier haben wir auch noch ein bisschen aufgelistet, wo man generell noch ein paar Hilfestellungen findet. Das sind ganz unterschiedliche Quellen. Ich würde dabei eine gerne hervorheben, nämlich Forschungsdateninfo. Das gibt es noch gar nicht so lange. Da werden aber eigentlich kurz und prägnant sehr schön Informationen und vor allem auch weiterführende Links zum Forschungsdatenmanagement aufgelistet. Was auch noch ein paar Mal vorkommen wird, ist die Referenz, wo dran steht Kapitel Datenmanagement, nämlich die IT-Empfehlungen von Janus. Das ist so ein bisschen daraus gewachsen, dass ich damit sehr viel zu tun hatte und vieles, was mir dort begegnet ist, auch hier mit in den Folien dann zum Beispiel einfließt. Und den Rest, das ist, wie gesagt, das ist tatsächlich als Nachlese und als Hilfestellung gedacht. Sie haben also zu diesen Folien jetzt Lesezugriff. Das haben Sie im Chat jetzt bekommen. Es werden die Folien natürlich zur Verfügung gestellt. Im Anschluss sowohl diese Folien als auch die von Katharina Rick, und es wird, wie schon erwähnt, diese Veranstaltung aufgezeichnet und das Video dann über Phaidra zur Verfügung gestellt. Gut, dann nochmal zurück zum Datenmanagementplan des FWF. Die Struktur haben wir vorhin schon im Vortrag von Katharina Rick kennengelernt. Was also wichtig ist zu wissen, dieser Plan dient der Beschreibung des eigenen Umgangs mit den digitalen Daten im Projekt. Und wie wir versucht haben, jetzt so ein bisschen schon zu betonen, es ist tatsächlich auch für die eigene Projektplanung und dann auch für die eigene Arbeit im Projekt sehr nützlich. Und das, also so aus unserer Sicht sind eigentlich 10.000 Zeichen viel zu wenig, um genau das zu tun. Also gerade wenn man das für die eigene Projektplanung und Arbeit auch aktiv nutzt und so, sind dann leider 10.000 Zeichen tatsächlich ein bisschen zu knapp bemessen in vielen Teilen. Vor allen Dingen, wenn man es mit sehr vielen unterschiedlichen Datentypen zu tun hat. Gut.
Der weitere Aufbau ist jetzt so gedacht, dass wir uns entlang der Struktur des Datenmanagementplans des FWF langhangeln. Und eigentlich zu jeder Frage gibt es eine Folie. Da werden wir entweder ein bisschen mehr sagen, aber es gibt auch immer Hinweise und Links. Und alle paar Folien werden wir nochmal von unserem disziplinischen, spezifischen Hintergrund so ein bisschen nochmal zusammenfassen, was man da jetzt quasi konkreter mit diesen Fragen oder wie man konkreter diese Fragen beantworten könnte. Die Dateneigenschaften. Der Datenmanagementplan fängt an damit, dass nach einer verantwortlichen Person für das Datenmanagement gefragt wird. Diese Person ist dann auch für die Umsetzung und Einhaltung des Plans verantwortlich und dient auch innerhalb des Projekts als Ansprechperson. Und das wird auch betont, dass dieser Plan als ein lebendes Dokument betrachtet werden soll. Dementsprechend ist die Person auch für notwendige Änderungen und Anpassungen zuständig. Man kann aber auch, also das muss man natürlich jetzt nicht in dem Template genau ausfüllen, aber man kann intern auch noch eigene Personen ernennen, die bestimmte Einzelbereiche dann zum Beispiel nochmal koordinieren. Also zum Beispiel, was ein bisschen größer ist, ist dann sowas wie Datensicherung, also dass dann zum Beispiel ordentlich Backups gemacht werden, ja, und so weiter. Also das ist nur so ein bisschen als Gedankenanstoß gedacht, dass da nicht nur eine Person zuständig sein kann, sondern es kann auch eine Gruppe sein, die sich teilweise in Teilbereichen auseinandersetzt. Gut, dann kommen wir zu den Dateneigenschaften. Beziehungsweise wir sind immer noch bei den Dateneigenschaften, wir sind jetzt bei der Beschreibung der Daten. Und da lautet die Frage, welche Arten von Daten, Quellcode werden erzeugt oder wiederverwendet? Und wie man das beantwortet, hängt eigentlich vom Projekt und den angewendeten Methoden ab. Und da geht es eigentlich vielleicht am besten, wenn wir zurückdenken an die vorgestellten Beispiele, die wir gerade hatten. Beispielsweise, wenn ich jetzt das archäologische Projekt nehme, dann würde ich sagen, okay, ich habe ja gesagt, ich werde eine Textdatei erstellen, Abbildungen, eine Tabelle oder eine Datenbank, die Bibliografie und die Kartierungen. Und dann könnte man entsprechend noch zum Beispiel zusammenfassen, okay, es gibt eine Textdatei, die werde ich im PDF-A-Format ablegen. Ich werde nur etwa 30 Abbildungen haben, weil ich nicht alle Kykladen-Idole bearbeite, sondern nur, sagen wir, 10 mit verschiedenen fotografischen Ansichten. Eine Tabelle oder eine Datenbank in entweder CSV oder einem Datenbankformat. Und Kartierungen könnte man dann zum Beispiel als Abbildung im GeoTIFF-Format ablegen. Vanessa, magst du noch aus deiner Sicht dazu was sagen? Genau, also das hab ich ja sozusagen schon ein bisschen, also bei der Einführung der Datentypen, mit denen wir es zu tun haben. Man darf durchaus in so einem Datenmanagementplan, man darf auch analoge und, wie wir gehört haben, vorläufige Antworten geben. Also am Beginn eines Projekts ist es zum Beispiel, wenn man jetzt die vorhin erwähnten Primärliteraturtexte als Beispiel nimmt. Man darf durchaus sagen, es werden literarische Texte, und zwar die Bühnenwerke Peter Handkes jetzt in unserem Beispiel, in dieser Forschungsarbeit verarbeitet und sie werden als Bücher vorliegen und es werden aus ihnen Zitate entnommen und in einer Datenbank erfasst. Also das darf auch so vorläufig sein am Beginn eines Projektes und man darf das auch so sagen. Also das Format von analogen Daten, also wir haben es eben in den Geisteswissenschaften oft auch mit analogen Daten zu tun, von denen wir gar nicht vorhaben, dass wir sie in digitale Formate übersetzen. Und auch das ist in Ordnung. Also auch so etwas darf man in einem Datenmanagementplan so sagen. Genau, das würde ich hier noch hinzufügen. Gut, dann schauen wir weiter.
Also die Beschreibung der Daten, das sind ein paar mehr Fragen. Dann wird noch gefragt danach, wie Forschungsdaten generiert und welche Methoden eingesetzt werden. Das heißt, man beschreibt so ein bisschen eigentlich, was man, man beschreibt so ein bisschen, wie man sein Projektziel erreichen möchte. Und dann wird auch noch gefragt, wie werden die Daten strukturiert und Versionierungen gehandhabt. Und in der letzten Frage wird nochmal nach der Zielgruppe gefragt. Ich gehe hier nochmal kurz zurück. Da kann nämlich Susanne vielleicht ein bisschen was erzählen aus der Fedra-Perspektive oder Repositoriens-Perspektive. Ja, sehr gerne. Ja, also dieser Punkt ist etwas, was sehr oft angesprochen wird und gefragt wird. Und da versuchen wir halt immer wieder zu schauen, wie es in den Projekten, welche Daten da herangetragen werden, welche Daten auch wirklich in die Langzeitarchivierung kommen sollen und wie welches Format vor allem da auch verwendet wird. Das ist ein wichtiger Punkt und da haben ja die unterschiedlichen Repositorien vielleicht auch unterschiedliche Anforderungen. Also bei Fedra gibt es da gewisse Anforderungen, bei Archi sicher auch. Und was wir auch zum Beispiel jetzt anbieten, ist, was gar nicht so vielleicht im ersten Blick ersichtlich ist, ist auch zum Beispiel GitLab bei uns oder GitHub früher oder auch bei euch an der ÖAW GitHub. Das sind so Dinge, die man auch einsetzen sollte für den Zustand des Projekts, wenn es noch nicht in die Langzeitarchivierung geht. Das heißt, man braucht ja auch etwas, um Daten abzulegen zu können, die jetzt noch nicht wirklich langzeitarchiviert werden. Und das ist ein wichtiger Punkt auch bei uns, weil da fühlen sich viele dann auch alleingelassen und versuchen krampfhaft was zu finden und wissen gar nicht, dass wir das so anbieten an den Unis. Also das möchte ich noch hervorheben. Und wir schauen uns dann meistens halt die Daten an, vor allem der technische Part von Fedra schaut sich dann die Daten ganz genau an und ja, und gibt vielleicht auch dann ein paar Tipps, was vielleicht günstiger ist, welches Format und welches weniger günstig ist. Gut. So viel zu den Dateneigenschaften. Der zweite Punkt oder der zweite größere Bereich, da geht es um die Dokumentation und die Metadaten. Und auch da haben wir dann wieder verschiedene Unterabschnitte. Der erste ist Metadatenstandards. Da wird zum Beispiel zuerst gefragt, welche Metadatenstandards, falls überhaupt vorhanden, werden verwendet und warum. Hier ist es natürlich immer ganz, ganz stark davon abhängig, welche Disziplin, welche Methode und dann vor allem auch, welche Objekte bearbeitet werden. Das hängt auch so ein bisschen von dem Grad der, ja, sagen wir mal, der voranschreitenden Digitalisierung in den verschiedenen Disziplinen ab. Also ich selbst könnte jetzt nur ein paar archäologische Standards nennen, beziehungsweise eigentlich auch schon ein paar mehr, weil ich die aus anderen Bereichen schon kenne. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich auf das Projekt mit den Kykladen-Idolen komme, dann könnte ich zum Beispiel für Kykladen-Idole gibt es kein eigenes Metadatenformat. Es gibt aber für aus dem Bereich der Museen, die Objekte beschreiben wollen, gibt es dann zum Beispiel schon ein bekanntes Format, das sich Lido nennt. Also man muss nicht unbedingt quasi ein spezifisch zugeschnittenes haben, sondern kann dann zum Beispiel auch versuchen, eine Ebene weiter nach oben zu schauen. Da würde ich ergänzen, wenn ich darf. Ja, klar. Bei Metadatenstandards. Ich glaube, das ist ein Problem, das es mit Datenmanagementplänen oft gibt, ist diese aus einer, sagen wir, technischen Logik heraus erwachsende Begrifflichkeit. Und der Begriff Metadatenstandards ist so ein klassischer Begriff, mit dem man Menschen aus dem analogen geisteswissenschaftlichen Forschungsbereich also endgültig in die Flucht schlagen kann. Und ich glaube, da ist es wieder ganz wichtig, auch über analoge Übersetzungen zu sprechen. Also wenn man jetzt von dem Beispiel aus der Germanistik oder aus der Literaturwissenschaft, das wir hatten, ausgeht. Und wenn wir uns jetzt vielleicht kurz mal auf das Archivmaterial konzentrieren, dann
Ist das vielleicht etwas, was Literaturwissenschaftlerinnen viel näher ist, als wenn man da jetzt mit den verschiedensten digitalen Datenformaten daherkommt? Also so etwas wie die RNA, also die Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autografen, sind zum Beispiel auch ein Metadatenstandard, der Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftlern, die in Archiven arbeiten, sehr geläufig sein wird. Also, aber als Forscherin, egal ob jetzt Literaturwissenschaftlerin oder aus einem anderen Fachbereich, würde zum Beispiel auch, wenn man jetzt sagt, okay, man erstellt sich im Rahmen eines dreijährigen Projekts eine immer größer werdende Bibliografie oder im Rahmen einer Dissertation, die man schreibt, oder auch nur im Rahmen eines Aufsatzes, den man verfasst, erstellt man eine immer größer werdende Bibliografie, dann könnte man sagen, gut, selbst wenn ich das jetzt nur in einem ganz normalen Word-File mache, meine Bibliografie mir erstellen, dann könnte ich darüber nachdenken, in welchem bibliografischen Format ich das erstelle. Also auch das ist ein Metadatenstandard oder ein Datenformat, über das man nachdenken und sprechen kann. Und wir haben in den Fragen und Antworten auch schon eine erste Anmerkung bekommen von Michaela Rizzoli, die nämlich geschrieben hat, in meiner Arbeit mit Geisteswissenschaftlerinnen werde ich immer wieder mit der Aussage konfrontiert, I have no data, insbesondere bei literaturbasierter Forschung. Ja, genau. Ich kenne das Problem. Und das wäre auch so ein bisschen meine Antwort auf Ihre Frage, wie kann man damit in Gesprächen mit Wissenschaftlerinnen umgehen und welcher Mehrwert hat ein Datenmanagementplan? Ich denke, dass genau das die Antworten sein müssen. Also man muss sich gut damit auseinandersetzen. Geisteswissenschaftlerinnen arbeiten auch im analogen Bereich schon mit Standards, nur sie nennen sie nicht so und sind sich dessen ganz oft nicht bewusst. Und ich glaube, dass man, wenn man sich das gut überlegt und wenn man sich überlegt, wo kann man die Leute abholen mit Standards, die sie kennen und von denen sie vielleicht gar nicht so ein Bewusstsein haben, dass das Standards sind, wenn man ihnen das bewusst macht, dann macht man sie zugänglicher für das ganze Thema Datenmanagement, weil jeder Mensch, der auch nur eine Woche seines Lebens in einem Archiv verbracht hat, wird in Begeisterung über die RNA ausbrechen. So hoffe ich zumindest. Also genau. Ich könnte die zweite Frage noch beantworten, die ja, bitte, bitte. Aufgeploppt ist. Und zwar Metadaten. Das hängt ganz eng eigentlich mit der Dokumentation zusammen. Wenn man das Wort ein bisschen zerlegt, steckt Meta und Daten drin. Meta ist die eine Ebene zurückgenommen quasi. Und im Prinzip ist das eigentlich übersetzt, es geht um Daten über Daten. Ganz einfaches oder, glaube ich, ein ganz einleuchtendes Beispiel ist zum Beispiel in dem Bibliothekskatalog die bibliografischen Informationen, sowas wie Autor, Titel, Schlagwörter, das sind schon bereits Metadaten. Und es wird oft Dokumentation und Metadaten zusammengenannt, weil die Dokumentation ja eigentlich auch beschreibt, was es mit den Daten, mit denen man zu tun hat, was es damit auf sich hat. Und Metadaten meint meistens so ein bisschen eher schon was Formalisierteres, also so ein bisschen in kleinere Häppchen aufgeteilt. So ein bisschen, man kann sich das vorstellen wie tabellarische Daten, die dann eben mit zum Beispiel einem bestimmten Standard nochmal genauer beschrieben werden. Ich hoffe, das ist ungefähr verständlich. Dann haben wir noch GitHub. Das ist mal an den Folien vorher. Wo sind wir? Moment, ich gehe. Genau, das war bei der Strukturierung und Versionierung. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Also man kann Versionierung, kann man alles auch händisch machen. Man kann sagen, man legt eine Datei an,
legt eine Kopie an, benennt die erste Version irgendwie mit 1 und in der Kopie, in der man weiterschreibt, das ist dann Version 2 und verändert die weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann auch Protokolle manuell anlegen oder sogar von einem Programm anlegen lassen. Oder man kann es, das kommt ein bisschen aus dem Bereich der Programmierung, man kann es ganz maschinell machen mit sogenanntem Git. Also es ist eine Software, die heißt Git. Und es gibt verschiedene Portale, die Git verwenden, wie zum Beispiel GitHub oder GitLab. Die sind dazu da, vor allem gerade gut für textbasierte Dateien, um Änderungen nachzuverfolgen. Also das ist quasi schon sehr advanced und bei einem einfachen Projekt, wo man es nicht mit sehr vielen Dateien zu tun hat, wird es wahrscheinlich auch nicht notwendig werden. Aber spätestens, wenn viele Leute an einer Datei oder an vielen Dateien arbeiten, ist es vielleicht sinnvoll, sich über solche maschineller gestützten Sachen zu informieren. Aber das im Einzelnen zu erklären, das führt ein bisschen zu weit. Ich werde aber einen Link in den Folien hinterlegen auf die Materialien von der Tool Gallery vom ACDH genau zu dem Thema. Gut, ich hoffe, damit dürfte die Frage beantwortet sein. Dann haben wir im Q&A auch noch den Vorschlag, eine Unterscheidung einzuführen zwischen technischen Metadatenstandards wie Dublin Core und fachbezogenen wie Bibliografieformaten. Also die Unterscheidung ist, glaube ich, nicht das Wichtige, sondern eher die Voraugenführung der Parallelen oder das Voraugenführen, dass beides als Metadatenstandards angesehen werden kann und dass wer analoge Wissenschaft betreibt und mit Dublin Core nicht aufwarten kann, sich deshalb nicht schämen muss, sondern dass eben auch das auch eine Überlegung dazu, welche Formate man zum Bibliografieren verwendet, durchaus eine valide Antwort auf diese Frage sein kann. Es kommt eben immer darauf an, was man macht. Also man muss sich nicht, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message, man muss sich nicht Dinge aus der Nase ziehen, die mit dem wirklichen Projekt nichts zu tun haben, sondern man muss nur die Sprache von solchen Plänen, Datenmanagementplänen verstehen, lernen, um zu verstehen, dass sie einen auch dann betreffen, wenn man glaubt, dass dieses ganze hochtechnisch klingende Vokabular mit der eigenen Arbeit nichts zu tun hat. Also genau das wollen wir eben heute auch so ein bisschen vermitteln. Und auch beim Thema Versionierung würde ich sagen, Sie alle kennen das, Sie alle haben schon mal einen Projektantrag mit Partnerinnen und Partnern gemeinsam geschrieben, der zum Schluss geheißen hat, Antrag underscore 12.10.2020 underscore 2 underscore 13.10. Hoch VH hoch MT underscore 12.03.2021 underscore final. Also diesen Antrag haben Sie alle irgendwo abgelegt und ein System, wie dieser Antrag sinnvoller benannt werden könnte, sodass Sie ihn, wenn Sie ihn denn dann einreichen möchten, schneller finden, das nennt man Versionierung. Und auch wenn es nur darum geht, wie Sie 7 verschiedene Word-Dateien benennen, die verschiedene Stadien eines Textes darstellen, dann sprechen wir hier schon von Versionierung. Also es geht, glaube ich, ganz stark darum zu verstehen, dass all das Sie auch dann betrifft, wenn Sie nicht mit hochtechnischen Methoden arbeiten. Vielleicht ganz anknüpfend an den Hinweis von Thomas Haselwanter, der schreibt im Chat, GitLab haben sehr viele Universitäten bereits lokal im Angebot, einfach bei der IT nachfragen. Das möchte ich gerne unterstützen, weil das ist wirklich oft so, dass wir an den Unis Dinge anbieten, die nicht für alle, also nicht immer durchdrungen werden von allen, nicht auf diese Seite stoßen. Also bitte einfach nachfragen. Und gerade GitLab ist das, was ich jetzt an Vanessa anschließen möchte, ist etwas, was sehr oft auch von Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler verwendet wird, obwohl es bei uns eigentlich für die IT angeschafft wurde. Das finde ich ganz spannend. Also
einfach schauen, was passt für dieses Projekt auch. Okidoki. Dann schauen wir weiter bei der Dokumentation der Daten. Gibt es dann die Frage, welche Informationen werden benötigt, damit die Daten in Zukunft auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar, also fair sind? Da haben wir hier hinterlegt ein paar Links zum Thema fair, beziehungsweise auch faire Daten. Und im Prinzip bezieht sich das die Fair-Daten vor allem auf irgendwie online verfügbare Daten, wobei die Verfügbarkeit auch zum Beispiel sein kann, auch wenn man nur online ein paar ganz wenige Informationen hinterlegt, dass zumindest, also auch wenn man hauptsächlich analog arbeitet, kann es zum Beispiel noch sein, ein Archiv hat ein Online-Findbuch, dass dann die Informationen, die in dem Online-Findbuch vorhanden sind, auch fair gemacht werden. Und da gibt es dann verschiedene Anforderungen beziehungsweise Dinge, die erfüllt sein müssen. Ich habe das mal versucht, kurz zusammenzufassen, nämlich findable, da werden eben Metadaten benötigt und ein persistenter Identifikator. Für accessible, also zugänglich, braucht man, weil hier geht das FAIR-Data so ein bisschen vor allem ins, die haben einen Schwerpunkt auf maschinenlesbare Daten. Da wird dann Wert auf ein standardisiertes Protokoll gelegt. Dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen. Bei interoperabel ist es gut, wenn man sich an Standards hält und Standards verwendet. Und bei nachnutzbar bzw. reusable ist es eigentlich wichtig, dass man eine Dokumentation der Daten hat, dass Standards verwendet werden und vor allem auch, dass eine Lizenz vergeben wird. Auch dazu, also zu Lizenzen, haben wir zum Schluss noch mal ein wenig Informationen hinterlegt. So, maschinenlesbar. Das ist, glaube ich, ein Begriff, der eher unbekannt ist und gerade auch in den Geisteswissenschaften noch nicht so präsent ist. Es geht darum, dass Daten maschinell verarbeitet werden können. Und die Voraussetzung dafür ist, dass man es mit strukturierten Dateien zu tun hat, beispielsweise einer Tabelle oder auch einer Datenbank. Wenn ich jetzt ein Word-Dokument habe, in dem Informationen drin stehen, dann ist das nicht maschinenlesbar im Gegensatz zum Beispiel zu einer Tabelle, in der in den verschiedenen Spalten bestimmte Informationen aufgeschrieben sind. Und wenn noch bestimmte Standards verwendet werden, dann ist die Austauschbarkeit sehr gut gegeben. Wichtig ist auch, damit Daten maschinenlesbar sind, dass wenn man zum Beispiel eine Online-Datenbank anbietet, dass Exportmöglichkeiten vorhanden sind. Und wenn man es ganz schick und den modernsten IT-Standards entsprechend machen möchte, dann bietet man Programmierschnittstellen an, sodass zum Beispiel jemand anders, der die Daten nachnutzen möchte, maschinell die Datenbank abfragen kann und nochmal seine eigene Prozeduren drüber laufen lassen kann. Ja, vielleicht noch Vanessa oder Susanne dazu, weil ich glaube, ich habe da ein bisschen einen technischen Einschlag. Ja, also es ist auch eine legitime Antwort auf diese Frage ist nein. Das ist erlaubt. Also das ist meine, ich beschließe jetzt so ja. while we're going along, ganz einfach mal so den Advocatus Diaboli zu spielen und immer wieder darauf hinzuweisen, dass eben auch ein Datenmanagementplan auch dann ausgefüllt werden kann, wenn man solche Fragen mit Nein beantworten muss. Das ist okay. Es geht nur darum, sich die Frage zu stellen, sind die Daten maschinenlesbar? Wenn sie es nicht sind, ist in Ordnung, dann sollte man kurz darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, sie wären maschinenlesbar. Also wenn ich jetzt sage, ich schreibe einen Aufsatz und habe mir dafür im Archiv 5 schöne Textfassungen von etwas angesehen und ich brauche da keine strukturierten, maschinenlesbaren Daten, weil ich habe mir die Textfassungen angesehen und schreibe jetzt
schlaue, interessante Dinge, die ich mir dazu überlegt habe, auf und das war's, dann ist es okay, dass meine Daten nicht maschinenlesbar sind. Wenn ich hingegen sage, okay, ich stelle Überlegungen zu den 130 Notizbüchern Peter Handkes an und ob ein Notizbuch den Zeitraum jeweils von nur 3 Tagen oder einem halben Jahr abdeckt und macht dazu Überlegungen, dann wäre es vielleicht schon sinnvoll, diese Daten auch tabellarisch und ergo maschinenlesbar zu erfassen. Also keine Angst vor diesen Fragen. Sie dürfen auch Nein sagen, aber die Fragen sollten eben auch ein bisschen als Inspiration dienen, ob man es denn nicht sinnvoller anders machen könnte, sollte und wie man das dann tut. Dankeschön. Genau, und diese Fragen auch stellen uns an den Institutionen. Vielleicht können die Kolleginnen und Kollegen helfen. Genau, und gerade wenn Daten maschinenlesbar sind, also irgendwie eine Exportschnittstelle oder eine API existiert, kann man diese Informationen auch möglichst offen dokumentieren. Das wäre dann so die nächste Frage auf die, die nächste Frage in dieser Reihe zu dem Thema Dokumentation der Daten. Gut, dann zur Kontrolle der Datenqualität. Welche Qualitätssicherungsverfahren werden Sie anwenden und wie werden die Konsistenz und Qualität der Datenerfassung kontrolliert und dokumentiert? Hier spielt so ein bisschen mit rein, dass man sich an die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis hält. Und dann kann man natürlich auch bei der Qualität verschiedene Ebenen sich anwenden. Betrachten. Also zum Beispiel kann man sich darauf konzentrieren, dass die Ergebnisse eine gewisse Qualität bekommen oder dass man dann auch schon schaut, dass die Daten selbst von einer guten Qualität sind, dass man also zum Beispiel bei der Eingabefehler vermeidet und natürlich dann auch, das haben wir in den Folien von Katharina Ried gesehen, dass die Reproduzierbarkeit gesichert ist. Und es gibt auch von der Uni Wien ein eigenes Portal zur Qualitätssicherung beziehungsweise ein eigener Dienst. Ein Teil des Sicherns der Qualität Ihrer Arbeit ist genauso, dass Sie sicherstellen, dass das nicht plagiert wird, dass Sie sicherstellen, dass alle Zitate korrekt wiedergegeben und ordentlich nachgewiesen sind. Also auch wenn Sie zum Beispiel eine Monographie erarbeiten und die dann fertig ist und die dann in ein detailliertes Lektorat geht, in dem auch alle Zitate und alle Nachweise noch einmal geprüft werden, auch das ist ein Qualitätssicherungsverfahren. Auch das ist etwas, was Sie in einem Datenmanagementplan, wenn denn Ihre Arbeit ist, eine Monographie zu machen, dann ist auch das ein Verfahren, das Sie hier nennen können und sollten. Also auch das ist Teil von so einem Prozess. Das ist nicht was, was man hier nicht nennen darf, weil man das ja sowieso so macht, sondern es geht genau darum, hier diese Dinge explizit zu machen, von denen wir davon ausgehen, dass sie sowieso Teil unserer alltäglichen Arbeit sind, wenn wir sauber wissenschaftlich arbeiten. Gut, damit kommen wir zum dritten Block, Datenverfügbarkeit und Speicherung. Dort haben wir erstmal den Unterpunkt Datennutzungsstrategie. Hier wird gefragt, wie und wann werden die Daten zur Verfügung gestellt und zugänglich gemacht. Und da kann man sich so ein bisschen fragen, während oder nach Ende des Projektes, also werden zum Beispiel schon vorläufige Ergebnisse verfügbar gemacht, alles oder nur Teile davon. Und man muss natürlich auch schon Lizenzen betrachten. Dann kann man sich auch schon am Anfang des Projektes die Frage stellen, welches Repositorium möchte man verwenden. Da haben wir natürlich hier in Österreich Arche und Fedra oder vor allem in Wien. Es gibt auch noch die GAMS in Graz oder Zenodo wäre auch möglich. Oder wenn man noch weitere Repositorien suchen möchte, kann ich Re3Data als Repositoriums
Suchmaschine empfehlen. Genau, nochmal zu den, wie und wann werden die Daten zur Verfügung gestellt und zugänglich gemacht. Auch hier ist es eine legitime Antwort zu sagen, zum Beispiel, es werden auch keine Daten zugänglich gemacht, weil vielleicht irgendwelche rechtliche Aspekte dagegen sprechen oder weil zum Beispiel auch einfach nur das Forschungsergebnis relevant ist und alles, was zu dem Ergebnis geführt hat, vielleicht auch gar nicht mehr benötigt wird, weil es im Ergebnis mit dokumentiert ist. Dann ist noch die Frage nach dem persistenten Identifikator, der verwendet wird. Das ist meist abhängig von dem verwendeten Repositorium. Und ein persistenter Identifikator ist eigentlich sowas wie ein permanenter Link. Ich denke mal, den Begriff DOI oder von DOIs werden die meisten schon gehört haben. Dazu mal eine kleine Grafik, die so ein bisschen zeigt, welche Identifikatoren so, also die gängigsten, welche es gibt. Und das ist als Menge teilweise betrachtet. Also beispielsweise DOIs sind eigentlich eine Teilmenge von Handles. Und eigentlich ist alles ein URI, also ein universeller Ressourcenidentifikator. Das nur so ein bisschen als Hintergrundwissen dazu. Vielleicht noch kurz zu den PIDs, die in Arche verwendet werden. Wir verwenden Arche und Susanne, in Fedra habt ihr DOIs, oder? Wir haben Handle, hat jedes Objekt bekommt einen Handle-Link und auf Wunsch eine DOI. Okay, ach beides sogar, okay. Gut. Und dann geht es weiter, also wir haben die Datennutzungsstrategie und dann gibt es die Datenspeicherungsstrategie. Da geht es darum, welche Daten sollen langfristig aufbewahrt und welche Daten werden nicht gespeichert gehen. Da kommt man in den Bereich des, also im Englischen Acquisition and Appraisal, also so ein bisschen, also Appraise, so ein bisschen Bewertung der Daten, ob die jetzt aufhebenswert sind oder nicht. Das ist eine Aufgabe, die vor allem Repositorien zukommt, die man aber auch selber, wenn man Daten vorbereitet für ein Repositorium, kann man sich überlegen, ich habe ein paar Kriterien hier hinterlegt, ob die irgendwie tatsächlich so wertvoll sind oder so, ob sie aufhebenswert sind, nennen wir es so. Vielleicht kann Susanne da auch nochmal was dazu sagen. Ja, das ist eine Frage, die sich viele Forschungsprojekte immer wieder stellen. Welche Daten soll ich eigentlich aufbewahren, welche soll ich nicht aufbewahren? Manche Daten müssen auch gelöscht werden. Möchte ich auch darauf hinweisen, dass es auch solche Daten gibt, die gelöscht werden müssen, vielleicht aus der Medizin bekannt. Und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich möchte zum Beispiel die Daten jetzt noch nicht langfristig aufbewahren, aber erst später. Das heißt, ich könnte die zum Beispiel in ein Repositorium geben und wenn es die Möglichkeit gibt, ein Embargo versehen von, weiß ich, 15 Jahren oder was auch immer, und dann diese Daten eben auch zur Verfügung stellen. Also da ist noch die zeitliche Komponente dabei. Aber grundsätzlich ist das eine Frage, die man sich immer gut überlegen muss, was hebe ich auf, was schmeiße ich weg. Das ist im Alltag nicht anders als bei den Daten, muss ich sagen. Gut. Und dann bei der Datenspeicherungsstrategie geht es auch nicht nur konkret darum, wo später archiviert oder langfristig gesichert wird, sondern auch, wo während des Projektes gespeichert und gesichert wird. Und da muss man sich eben eigentlich ganz genau überlegen, das haben wir eigentlich ganz schön in den Folien von Katharina Rieck gesehen, nimmt man einen lokalen PC, eine externe Festplatte oder doch lieber einen Netzwerkspeicher, welche Backup-Strategie überlegt man sich und so weiter. Wir können uns sicher alle mit Horror an die Zeitungsmeldung, ich glaube letztes Jahr war das, wo wieder mal ein Dissertant die quasi fertige Dissertation und sie sind aus irgendeinem Grund immer quasi fertig, wenn sie verloren gehen, irgendwo im Bus liegen gelassen hat. Mitsamt der Sicherung. Ja, genau, ich glaube, genau, da war der USB-Stick war in derselben Tasche. Ja. Oder so. Da kann man sich eigentlich auch noch einen schönen Merksatz dazu merken. Lots of copies keep stuff safe, also Locks, Schlösser im Englischen,
Und beziehungsweise ich kenne auch so ein bisschen das Sprichwort, wenn man nur eine oder zwei Kopien seiner Daten hat, dann sind sie einem nicht wichtig. Und da vielleicht auch wieder der Hinweis, dass man sich einfach informiert, was gibt es an der eigenen Institution für Möglichkeiten, zum Beispiel Cloud-Lösungen. Wir haben an der Uni Wien die sogenannte U-Cloud, wo man kostenlos Daten auch speichern kann, dass nichts verloren geht. Und da gibt es sicher an anderen Institutionen andere Möglichkeiten, aber einfach mal nachfragen und überlegen. Gut. Genau, und dann bei der Datenspeicherungsstrategie kann man sich auch noch überlegen, was passiert eigentlich in dem Zeitraum zwischen Ende des Projektes, wo die meisten Mitarbeiter wahrscheinlich woanders hingehen, und dem Zeitpunkt, ab dem die Daten dann ins Repositorium kommen, weil das kann ja durchaus dazu führen, dass da eine Lücke entsteht. Und man kann sich natürlich da auch schon überlegen, das haben wir ja auch schon erwähnt, also man wählt ja aus, was man archivieren möchte, und hier auch nochmal eben, man muss nicht alles für immer speichern. Auch das ist eine legitime Aussage. Das 10. verwackelte Katzenfoto braucht man ganz sicher nicht. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen eine Frage des, wem gehört denn das? Also es ist sicher auch schon vielen von uns, sind schon viele von uns in den Genuss gekommen, für ein Projekt mit einer Institution verbunden gewesen zu sein und dort dann nicht bleiben zu können, nachdem das Projekt vorbei ist. Und es gibt ja durchaus, also das kann... für Daten kann so ein Vertrags- und Projektende also zu zwei Extremsituationen führen, nämlich einerseits zum Scheidungsstreit, wo dann um das Sorgerecht gekämpft wird, wem gehören die Daten? Gehören die Daten der Institution oder gehören die Daten der Forscherin? Oder, und das ist leider viel öfter der Fall, das arme Scheidungskind muss sich ab jetzt sein Frühstück selbst kochen. Und niemand interessiert sich dafür, was nach Projektende mit den Daten passiert, und die gehen so ein bisschen im Nimbus verloren. Also es gibt beide Situationen. Leider ist der Streit, also es ist natürlich nicht schön, wenn gestritten wird, aber besser wäre, es würde gestritten, wem gehört das und wer darf sich weiterhin drum kümmern. Und im Idealfall ist es natürlich so, dass ein Repo als Aufsichtsbehörde einschreitet und die Daten dann allen verfügbar sind, egal wer da sozusagen den Besitzanspruch am Ende erhebt. Gut, dann haben wir noch die Frage danach, wie lange Daten gespeichert werden. Das hängt so ein bisschen davon ab, was man sich im Zusammenhang der vorhergehenden Fragen überlegt hat, und auch abhängig von dem Repositorium, das man wählt. Und in die gleiche Sparte fallen auch die Kosten, die man eventuell auch tatsächlich schon beim Projektantrag mit berücksichtigen sollte. Dann zu welchem Zeitpunkt während oder nach dem Projekt werden die Daten gespeichert? Auch das haben wir eigentlich alles schon erwähnt, so ein bisschen die Backup-Strategie und die Versionierung, und auch, dass es erlaubt ist, auch Daten zu löschen. Es wird auch gefragt nach technischen Hindernissen, um alle Forschungsdaten vollständig oder nur teilweise frei zugänglich zu machen. Da wäre so als primärer Faktor oder als, sagen wir mal, offensichtlichster Faktor, könnte es eben sein, dass man mit proprietärer Hard- und Software gearbeitet hat, beispielsweise ein bestimmtes Messgerät, mit dem man das die Daten auch gar nicht in einem bestimmten Exportformat bietet, sodass man keine Möglichkeit hat, die Daten irgendwie zugänglich zu machen. Vielleicht kennt Vanessa oder Susanne noch andere Beispiele. Also mir wäre jetzt nur eingefallen, der Fall, wenn Daten sind, die das hauseigene Repositorium zum Beispiel nicht speichern kann, wie zum Beispiel 3D-Modelle oder so in der Richtung, dass man dann halt überlegt, ein anderes Repositorium zu verwenden. Okay. Gut. Dann kommen wir zu dem Teil der rechtlichen Aspekte.
Da gibt es einmal die Frage, ob es rechtliche Hindernisse, um alle Forschungsdaten vollständig oder nur teilweise zugänglich zu machen, gibt. Und auch die Frage danach, wem die Daten gehören, sowie welche Nutzungslizenz denn geplant ist zu verwenden. Ich mache diese Frage in einem Block da, die teilweise ein bisschen alle zusammenhängen. Und dann gibt es noch die letzte Frage bei den rechtlichen Aspekten. Gibt es Einschränkungen bei der Nachnutzung der Daten? Und wenn ja, warum? Es sind einige Links hinterlegt, aber ich glaube, ich würde genau in diesem Bereich der Vanessa das Wort überlassen. Gern, Dankeschön. Ja, also es gibt ganz sicher rechtliche Hindernisse, das kann ich Ihnen versprechen. Es gilt nur herauszufinden, welche es denn sind. Wir haben Daten, die wir nutzen und wir haben Daten, die wir schaffen. Die Daten, die wir nutzen, die gehören wahrscheinlich jemand anderem oder da bestehen Rechte anderer Menschen daran. Und dann die Daten, die wir schaffen, an denen entstehen uns selber wieder Rechte. Und beides müssen wir sozusagen handeln. Also wenn wir wieder zu dem Beispiel mit den urheberrechtlich geschützten Texten gehen, das können übrigens auch urheberrechtlich geschützte andere Arten von Kunstwerken sein. Also es müssen nicht Texte sein, es können auch Bilder sein, es können Musikstücke sein, Filme oder sonst etwas, die wahrscheinlich mit Urheberrechten behaftet sind. Und wir können jetzt mal, sagen wir, wenn wir an Hochkultur forschen, wenn man das jetzt so nennen möchte, auch nicht davon ausgehen, dass diese Werke, die wir da beforschen, dann mit irgendwelchen freien Lizenzen versehen sind, die dann die freie Nutzung dieser Kulturgüter ermöglichen, weil ja, speziell dann, wenn wir es mit lebenden Künstlerinnen und Künstlern zu tun haben, es ja auch in unserem Interesse ist, dass die an der Schaffung ihrer Kunst irgendwie Geld verdienen können, weil sie ja ansonsten keine Künstler und Künstlerinnen sein können, nicht wahr? Genau, also das ist, Urheberinnenrecht ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, der uns betreffen wird. Das Urheberinnenrecht ist leider komplexer, als dass es nur die konkreten Künstlerinnen und Künstler schützt. Das Urheberinnenrecht kommt nämlich dann, also im Bereich der Nutzungsrechte, auch dann noch zum Zug, wenn die Werke selbst gar nicht mehr geschützt sind. Es kann aber sein, dass zum Beispiel Bibliotheken und Archiven oder Galerien für das Erstellen von Reproduktionen wieder Rechte an Digitalisaten von eigentlich schon rechtefreien Werken anfallen. Also auch das gilt es zu beachten und auch das sollte man hier durchdenken. Die kann man vielleicht einfach kaufen. Das ist, das geht manches Mal, aber dann kann man sie womöglich für die Nutzung im Projekt kaufen, aber wieder nicht nachher frei zur Nachnutzung zur Verfügung stellen etc. Also das ist dieser ganze Komplex des Urheberinnenrechts. Und vor allem das Urheberinnenrecht hat dann Konsequenzen dafür, wie wir selbst diese Daten, die wir fürs Projekt brauchen, also erstmal müssen wir sie bekommen und überhaupt legal nutzen können. Und dann geht es aber natürlich ums Archivieren und ums Nachnutzbarmachen. Und je nachdem, was für Rechte da schon drauf sind, wenn das Zeug zu uns kommt, davon hängt auch ab, wie wir das dann wieder zur Verfügung stellen können. Und natürlich müssen wir die Frage der Zurverfügungstellung dann auch beantworten für die Daten, die wir schaffen. Und da sind wir als Urheberinnen unserer eigenen Werke auch wieder nicht ganz unabhängig von der restlichen Welt, weil wir zum Beispiel bei den Daten, die wir schaffen, nicht nur unser eigenes Urheberinnenrecht bedenken müssen, sondern auch die Rechte unserer Arbeitgeber, also unserer Institutionen an dem, was wir in unserer Arbeitszeit so tun. Also das ist, genau, das wäre die Frage des, wem gehören die Daten? Und da sind wir wieder dann beim Thema der Daten als Scheidungskinder. Genau.
Das ist aber natürlich nicht das Einzige. Also das Urheberinnenrecht ist was, was uns als Geisteswissenschaftlerinnen sicher am allerstärksten betrifft. Aber auch so Bereiche wie Datenschutz darf man vor allem seitdem uns das allen mit der Datenschutzgrundverordnung so wahnsinnig bewusst geworden ist, nicht unterschätzen oder nicht übersehen. Also auch der Schutz personenbezogener Daten, und da bin ich jetzt wieder bei meinem Beispiel, also wenn man einen zeitgenössischen Autor oder eine zeitgenössische Autorin oder auch einen nur beinahe Zeitgenossen oder Zeitgenossin zum Forschungsgegenstand hat und das Ganze möglicherweise auch Netzwerk, also wenn man jetzt zum Beispiel kulturgeschichtliche Untersuchungen oder historische Untersuchungen über Menschen im 20. Jahrhundert macht, dann ist plötzlich der Datenschutz womöglich auch ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Dann kommt dazu, dass wir uns vielleicht mit Archivrecht, also Datenschutz und Urheberinnenrecht sind ja zwei Themenbereiche, die entweder schon europäisch vereinheitlicht sind oder gerade dabei sind, es zu werden, also im Falle des Urheberinnenrechts. Dann gibt es aber eben auch solche Bereiche wie das Archivrecht, die eben nicht europäisch vereinheitlicht sind, die in jedem Land anders sind, wo wir dann, wenn wir zum Beispiel in unseren Nachbarländern in Archiven recherchieren, wieder mit anderen Rechtssituationen konfrontiert sind und so weiter. Genau, all das sind rechtliche Aspekte, die uns einerseits beeinträchtigen in dem, wie wir die Daten selbst nutzen können, aber auch wie wir die Daten weiterhin nutzbar machen können und vielleicht sogar insofern, dass sie beeinflussen, wie wir die Daten archivieren und weitergeben können. Also das kann relativ weitreichende Konsequenzen haben. Und die dritte Frage, die in diesem Block drinnen ist, nämlich die Frage nach den Nutzungslizenzen, das ist wieder ein ganz spezifischer Wissensbereich. Also wenn man überhaupt so weit kommt, dass man die Daten, also dass man zu einem Status für die Daten kommt, dass man sie nachnutzbar machen darf, dann erst kann man sich mit der Frage nach Nutzungslizenzen auseinandersetzen. Und wenn man so weit kommt, dass man sagt, ja, ich habe da jetzt Daten, die kann ich langfristig anderen zur Verfügung stellen, dann sollte man zumindest so viel wissen, dass man dann idealerweise eine Lizenz erteilen sollte. Aber das muss man nicht im Detail wissen, welche, sondern wenn man bis dorthin kommt, dann ist es gut und dann holt man sich Beratung. Also dafür sind die Kollegen und Kolleginnen bei Repositorien da, um da dann die guten Auskünfte zu erteilen, weil das ist auch was, von dem ich finde, dass das Forscherinnen nicht parat haben müssen. Aber sie müssen, also man muss nur so weit kommen, aha, jetzt wäre der Zeitpunkt, sich das mit den Lizenzen zu überlegen und dann fragt man nach. Dankeschön. Ja, und dann sind wir bei den ethischen Aspekten. Da gibt es zwei Fragen, nämlich einmal, gibt es ethische Hindernisse, um alle Forschungsdaten vollständig oder nur teilweise zugänglich zu machen? Und falls zutreffend, wie wird der Umgang mit sensiblen Daten während und nach dem Projekt geplant? Und auch da hat der FEF netterweise zwei Links hinterlegt. Da haben wir hier noch die CARE-Prinzipien ergänzt und den Hinweis auf den Praxisleitfaden für Integrität und Ethik in der Wissenschaft, der hier in Österreich herausgegeben wurde. Und ansonsten auf Forschungsdateninfo gibt es auch einen ganz guten Überblick und im Prinzip ethische Aspekte. Man wird wahrscheinlich meistens eher irgendwie an den Bereich der Medizin oder Biologie denken, kann aber auch gut in der Geisteswissenschaft zutreffen, gerade wenn man zum Beispiel irgendwas mit personenbezogenen Daten oder Menschen zu tun hat, also lebenden Menschen, wo dann bestimmte Versuche gemacht werden oder auch Studien, also Befragungen oder vielleicht auch Proben von Menschen, also kann ja auch Haare oder Fingernägel sein, entnommen werden. Und vielleicht, was auch noch wichtig ist, ist dann auch der Wissensaustausch mit Drittländern, der dann auch teilweise im Bereich der Geisteswissenschaften von Relevanz sein könnte.
Hast Susanne vielleicht noch was dazu? Ja, ich glaube, die Ethik ist ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte, weil das gar nicht so wie du es gerade gesagt hast, Martina, gar nicht so wirklich auf der Hand liegt manchmal. Zum Beispiel Abbildungen von menschlichen Überresten oder so etwas, was leicht einmal sein kann in gewissen Studien, dass man da überlegt, oder Skelette oder solche Dinge, dass man da überlegt, wie man mit diesen Bildern umgeht zum Beispiel, wie man die kontextualisiert oder auch Forschungen zum Beispiel aus der Zeit des Nationalsozialismus, dass man das irgendwie kontextualisiert, gewisse Textbeispiele und so. Also das hängt immer sehr von den Projekten ab und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man auch diesen Bereich wirklich durchdenkt. Ja, und das lässt sich, glaube ich, auch ganz gut zusammenfassen. Eigentlich alles, wo irgendwie Potenzial zu Missbrauch der Daten oder Ergebnisse besteht, sollte man sich über die ethischen Aspekte informieren und sich genauer Gedanken machen. Damit wären wir dann auch in dem Frage- und Diskussionsteil angekommen. Wir haben jetzt... Sind Fragen offen? Genau, wir haben jetzt noch drei Fragen offen. Ja. Genau, die erste Frage ist, reicht es dann einfach einzutragen, dass man sich an die jeweiligen Standards des FÖFs halten wird oder muss man die irgendwo kopieren und eintragen? Da kann ich kurz einwerfen. Das ist eine Folgefrage zu der Frage, die bibliografischen Standards hängen sehr davon ab, wo letztendlich publiziert wird, also Land oder Disziplin. Wie soll ich das am Anfang des Projektes schon wissen? Da habe ich schriftlich geantwortet, dass man ja auch sich intern auf ein Format quasi festlegen kann. Und das wäre jetzt die Folgefrage dazu. Genau. Also grundsätzlich, also einzutragen, dass man sich an die geforderten Standards hält, finde ich nie gut. Also ich würd diese Standards schon nennen. Genau. Also dann, mir ist auch ehrlich gesagt nicht ganz so bewusst, ob der FÖF ganz bestimmte Standards auch einfordert. Wenn ich mich nur kurz zwischenschalten kann, also wir fordern keine speziellen Standards ein. Tatsächlich sagen wir, sofern es disziplinspezifische Standards gibt, dann sollten die befolgt werden oder denen gefolgt werden. Wir geben aber keine Standards vor. Das ist im gesamten Dokument auch so, weil der FÖF natürlich ein ganzes Spektrum an Disziplinen fördert und daher nicht spezielle Standards gewünscht sind. Wir verlinken auf verschiedene Metadatenstandards, auf andere Dokumente, die wir als wichtig erachten und auf die man sich berufen kann. Und dann sollte aber trotzdem immer für die jeweilige eigene Disziplin sollten die Standards gewählt werden, die am besten passen. Danke. Dann haben wir die Frage, gibt es Lösungsvorschläge für Backup-Strategien von analogen Daten, zum Beispiel Notizen, Klammer Zeit- und Arbeitsaufwand? Puh, also ich würde spontan sagen, einscannen. Ja, genau, also es wäre, also ich würde jetzt auch sagen, also ich habe schon Lösungsvorschläge. Genau, also das kann man jetzt entweder sagen, okay, im Digitalbereich, also je nachdem, ob man bei der Bewertung dessen, ob das Daten sind, die langfristig für die Nachwelt aufbewahrt werden müssen oder nicht, davon hängt auch ab, wie dann die Backup-Strategie für solche Daten aussieht, denke ich mir. Also wenn ich sage, okay, das ist jetzt irgendwie das essentielle Ergebnis und das ist was, das auch wirklich aufbewahrt werden muss, naja, dann muss man es, würde ich meinen, sowieso in ein digitales Format, sei es durch Einscannen oder Abschreiben, übersetzen und in irgendeiner Weise langfristig aufbewahrbar machen. Wenn man jetzt sagt, das sind Daten, also das ist ein vorläufiger Stand von Erkenntnissen, der in dieser Form als Version, nämlich von einem späteren von mir als Aufsatz, nicht unbedingt archiviert werden muss, na dann braucht es dafür auch keine separate Backup-Strategie. Aber das ist was, wo ich sagen würde, das ist wirklich
das hängt wirklich davon ab, wie hoch wertvoll diese Daten sind. Ich würde davon ausgehen, dass es eher selten der Fall ist, dass Daten, die nie in ein digitales Format kommen, wirklich so essentiell sind, dass sie eine langfristige Archivierungsstrategie benötigen. Ausgenommen jetzt die nur analog vorliegenden Notizen von Peter Handke, aber dafür hat jetzt wieder das Archiv seine eigene Strategie. Also das wäre sozusagen Primärdaten, aber nicht im Sinne von entstehenden Forschungsdaten, die dann nur analog vorliegen. Und dann haben wir hier noch die Frage, Creative Commons sollte Forscherinnen bekannt sein, aber was darf man als Forscherin freigeben? Wie muss davor der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin eingebunden werden? Ja, das ist eine komplizierte Frage, das kann man auch nicht pauschal beantworten, denn das hängt ganz von Ihrem Arbeitsvertrag ab. Da können Sie in Ihrem Dienstvertrag einmal nachlesen, was Ihrer Institution gehört und was nicht. Von dem, was Sie selbst an Forschungsdaten während Ihrer Arbeitszeit schaffen. Aber das ist eine Frage, die tatsächlich zu komplex ist, als dass sie hier mit drei pauschalen Sätzen beantwortet werden könnte. Aber wenn das wenn es ein konkretes Anlassprojekt oder einen Anlassfall gibt, an dem Sie das gern durchdenken möchten, dann können Sie mir oder uns gern ein E-Mail schreiben und dann können wir das gern im Detail einmal durchbesprechen. Aber das kann man tatsächlich nur an einem konkreten Fall besprechen. Genau, und dann sehe ich einen großartigen Vorschlag zum Thema Scannen von handschriftlichem Material im Chat, nämlich einen Hinweis auf die Software Transcribus, die zum Digitalisieren von Handschriften ganz hervorragend geeignet ist. Gut. Ich sehe noch eine Frage im Q&A. Muss man bei einem binationalen FWF-ANR-Projekt jeweils einen Datenverantwortlichen benennen oder je Land einen, wenn das Datenmanagement gemeinsam stattfindet? Dazu kann möglicherweise Katharina Rieck am ehesten etwas sagen. In so einem Fall, also im Feld Datenmanagement sollte im besten Fall jemand genannt werden, der in Österreich kontaktiert werden kann, für den österreichischen Teil, der als Datenmanager angesprochen werden kann. Das heißt, es kommt auch auf die Struktur darauf an, ob der Datenmanager ohnehin für beide Teile schon in Österreich sitzt, dann kann diese Person genannt werden. Im besten Fall steht dort aber ein Name, eine Ansprechperson, die in Österreich kontaktiert werden kann. Das heißt, es können zwei verschiedene sein oder eben auch eine Person. Wichtig ist nur, wenn es mehrere sind, dass die auch zusammenarbeiten, weil wenn quasi beide sich unterschiedliche Strategien fürs Datenmanagement überlegen, dann kommt man ein wenig in die Bedrohung. Dankeschön. Gibt es von Seiten unserer Zuseherinnen und Zuseher, wir sind schon 4 Minuten über der Zeit, noch Fragen und Anmerkungen? Ich sehe noch eine Frage im Q&A. Ich werde diese jetzt vorlesen und wir werden sie beantworten. Und Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben so lange noch Zeit, dringende Fragen noch ins Q&A zu posten, bevor wir die Session dann schließen werden. Also die Frage lautet, wird von Seiten des FWF der Frage nachgegangen, ob nicht eine Auswertung der erlaubten Zeichenanzahl von 10.000 inklusive Leerzeichen abgewichen wird? Bei mehreren Projektpartnern, die jeweils eigene Datenformate mitbringen, kann das sehr eng werden. Ja, vielen Dank für die Frage. Das haben wir tatsächlich schon öfter gehört, dass es eine sehr geringe Anzahl an Zeichen ist und deshalb problematisch sein kann. Wir nur generell auch für Sie zur Information, wir arbeiten an einem Update des Data Management Plans. Das heißt, alle Informationen, die wir bezüglich unter anderem zu den Zeichen bekommen haben, das heißt, hier wird es eine Überarbeitung geben und dann potenziell auch diese Anzahl, diese 10.000 Zeichen auch dann wird es erweitert, beziehungsweise fällt diese Richtlinie ganz.
Wir schauen uns das an und mit einem Update ist im Jahr 2021, spätestens Ende 2021 zu rechnen. Das heißt, es wird kein großes Update sein im Sinne von, er wird da ganz anders ausschauen, der Data Management Plan, aber es soll einfach noch klarer sein, damit Sie sich als diejenigen, die das ausfüllen, auch noch besser auskennen damit, weil wir eben immer wieder mal Fragen haben, was bedeutet das konkret? Genau, und das heißt, es wird sich was vermutlich daran ändern. Das ist doch eigentlich eine erfreuliche Nachricht, dass 10.000 Zeichen für das vollumfängliche Beschreiben des Datenmanagements einfach nicht ausreichen. Das ist doch, das freut uns doch auf diesem Panel. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr im Q&A oder im Chat. Ich sehe auch keine erhobenen Hände mehr im Zuschauerinnenraum. Darf ich die Kolleginnen am Podium um unsere abschließenden Worte bitten und fange mit meinen an. Vielen herzlichen Dank, liebe Kolleginnen, vielen herzlichen Dank, liebe Teilnehmerinnen. War eine spannende Runde. Was gibt es dem noch hinzuzufügen? Ich bedanke mich auch für die Teilnahme und hoffe, dass für jeden was Nützliches dabei war. Ja, auch von mir vielen Dank. Und wenn noch Fragen auftauchen, wir stehen zur Verfügung. Soll nicht alles gewesen sein, jederzeit sehr gerne. Danke. Meinerseits Dankeschön und danke auch für die Möglichkeit, den FFF Data Management Plan hier heranziehen zu können als Beispiel DMP. Und auch von meiner Seite, wenn es Fragen gibt, konkret an den FFF und bezüglich Forschungsdatenmanagement beim FFF, können Sie sich natürlich auch an mich wenden. Wenn es aber um Fragen geht, die einzelnen Punkte im Datenmanagementplan betreffen, dann besser an die eigene Institution wenden und an die Experten an den Institutionen, weil die dort oft einfach besser Auskunft geben können, weil es oft eben institutionsspezifische Fragen dann sind, die dort einfach besser beantwortet werden können. Gut, dann danke ich für den vielen Dank auch im Chat und gebe den Applaus für die, den auch die Teilnehmerinnen für die ganz großartigen Folien gegeben haben. Hier noch einmal ganz explizit an Martina Drognitz weiter, die diese tollen Folien verantwortet hat. Und wie gesagt, diese werden Ihnen allen genauso wie die Videoaufzeichnung dieses Webinars zeitnah über die Seite der Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Kommen und bis bald. Tschüss. Bis bald. Wiedersehen.